Willkommen zurück bei JD Adventure. Unser neuestes Projekt führt uns tief in den Norden Europas. Dazu reisen wir quer durch Skandinavien und sehen die schönsten Orte Norwegens sowie Schwedens. Um ins schöne Schweden zu kommen, haben wir uns für die Fähre Travemünd-Trelleborg der TT-Line entschieden. Nach der 8-stündigen Überfahrt erreichen wir die Küste. Um bestens für die rauen Bedingungen der Nordländer gerüstet zu sein, haben wir uns als Reisemittel für einen Land Rover Defender entschieden. Trotz monatelanger Vorbereitung auf dieses Projekt haben wir es nicht geschafft, den Land Rover bis am geplanten Abreisetag fertig zu bekommen. Durch Probleme mit der Bremse konnten wir die Reise erst verspätet antreten. Nach sehr harten Arbeitswochen ist es somit ein schönes Gefühl, das erste Mal auf den Urlaub anzustoßen und den Ertrag der vielen Mühe bei einem Sonnenuntergang zu genießen. Wir sind gespannt, wie weit wir kommen. Mit der Fähre setzen wir über zur Schäreninsel Bohus-Malmön. In der Ära der Steinmetze wurde hier roter Granit gehauen und in die ganze Welt verschifft. Die Insel erinnert uns an die vielen Inseln in Kroatien. Durch unseren Geländewagen können wir durch die alten Brüche bis vor ans Meer fahren. Diese Geländegängigkeit wird sich heute nicht das letzte Mal ausgezahlt haben. Land Rover Defender werden auf der ganzen Welt für Expeditionen, Feuerwehreinsätze, Rettungsdienste oder den Katastrophenschutz verwendet. Dies liegt zum einen an der Robustheit und zum anderen an der Möglichkeit, das Kfz für jedes Einsatzgebiet zu wandeln. Uns war es wichtig, die Reise zu dritt angehen zu können. Dafür schweißten wir einen großen Dachträger, an dem man das Dachzelt montieren kann. Zusätzlich bietet der Dachträger Platz für große Alukisten und unsere Leitbar. Essen gibt es heute Bratkartoffeln mit Speck. Warum mit Speck? Weil die Fische auch dieses Jahr bei uns einfach nicht beißen wollen. Entspannt lassen wir den Abend ausklingen. Dabei planen wir die nächsten Etappen Richtung Polarkreis. Unser nächstes Ziel ist der Hadamer Widder. Heute wird früh in den Tag gestartet. Um in den Nationalpark zu kommen, überqueren wir die schwedisch-norwegische Grenze. Weiter geht es für uns Richtung Oslo. Kurz vor der norwegischen Hauptstadt biegen wir in den Oslo-Fjordtunnel ab, um dann Richtung Westen zum Hardanger Widder zu gelangen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf das Hochplateau des Hardanger Widders zu gelangen. Wir haben uns für die kürzeste Route entschieden, welches unserem Landy einiges abverlangt. Mit dem sehr kurz übersetzten Geländegang schleppt uns der Land Rover den Berg hoch. Da wir auf dieser langen Straße nicht wenden können, heißt es in manchen Passagen ja nicht das Gas loslassen. Auf der Ebene angekommen sind wir einfach nur überwältigt vom größten Nationalpark Norwegens. Durch die Abgelegenheit und den schweren Zugang kommt man der Wildnis sehr nahe. Im Nationalpark gibt es Gletscher, viele Moore, eine große Population von Rentiere und viele Gebirgsseen, welche von der Eiszeit geformt wurden. Schnell bauen wir unser Lager auf, um uns auf die sehr kalte Nacht vorzubereiten. Schon in der Dämmerung werden die Temperaturen sehr schnell fallen und es wird ein Sturm aufziehen.
Eisfeld bietet dem Sturm eine große Angriffsfläche. Diesen Nachteil werden wir nicht das letzte Mal auf dieser Tour spüren. Heute Morgen checken wir erstmal unseren treuen Begleiter. Alles ist dicht, Ölstand passt, nichts klappert, keine ungewohnten Geräusche, es kann weitergehen. Unsere Reise führt uns heute zum Hardanger Fjord. Bei dieser Etappe haben wir nochmal die Möglichkeit, einmal um den Nationalpark zu fahren. Stundenlang fahren wir über die endlosen Schotterpisten, genau wie wir es uns vorgestellt haben. Jedoch gibt es auch Möglichkeiten für Reisende mit Camper oder Wohnmobil, das Hochgebiet zu erforschen. Apropos Wohnmobil, wie luxuriös ist eigentlich unser Landy ausgebaut? Nun ja, der Platz zu dritt ist, wie man sich denken kann, sehr begrenzt. Aber ich denke, wir haben das Beste aus dem Ausbau rausgeholt und decken die nötigsten Grundbedürfnisse ab. Wir haben zwei Schlafplätze im Dachzelt und ein ausklappbares Bett im Auto. Zudem haben wir einen Wandschrank, aus dem man eine Tischplatte ausklappen kann, um im Auto essen zu können. Als letztes Highlight dieser Etappe sehen wir den 180 Meter hohen Höheringsfossen. Des Weiteren haben wir eine 120 Amperestunden Verbraucherbatterie nachgerüstet, welche über einen Wechselrichter uns die Möglichkeit verschafft, 230 Volt Geräte zu versorgen. Am Abend finden wir einen schönen privaten Stellplatz direkt am Fjord und freuen uns auf das Abendessen. Zum Kochen kommt hauptsächlich ein Bundeswehrkocher zum Einsatz. Er wird mit Petroleum betrieben, kann aber auch im Notfall mit Diesel verwendet werden. Als Backup haben wir noch einen handelsüblichen Gaskocher dabei. Ein kleiner Kühlschrank und ein 30-Liter-Kanister für Frischwasser sind ebenfalls im Auto verbaut und dienen als behelfsmäßige Küche. Am fünften Tag unseres Roadtrips wollen wir die Besteigung des Trolltungas wagen. Dazu fahren wir vom Fjord im Tal in die Berge. Der Trolltunga ist Norwegens spektakulärste Felsformation. Die Wanderung zum besagten Felsen wird mit seinen 27 Kilometern und 800 Höhenmetern als anspruchsvoll eingeschätzt. Für die gesamte Wanderung sollte man 8 bis 11 Stunden einrechnen. Schon auf dem Weg zum Ziel bekommen wir immer wieder fantastische Ausblicke in die Hochebene, bis wir endlich die versteinerte Zunge sehen.
Durch den nicht so leichten Zugang und dem Regenwetter hatten wir Glück und sind für ein paar Minuten am Trolltunga fast alleine. Beflügelt vom Erlebten machen wir uns gleich auf den Rückweg, um am Abend unsere Reise wieder fortzusetzen. Auf unserer Strecke in den Norden durchqueren wir jetzt den Bu-Tunnel. Dieser 1200 Meter lange Tunnel hat mitten im Berg einen Kreisel und führt uns dann direkt über die 1380 Meter lange Hardanger Hängebrücke, welche uns dann in den nächsten Tunnel fahren lässt. Für diese norwegischen Ingenieure gibt es scheinbar keine Hindernisse. Auf der heutigen Etappe liegt eine fast 1000 Jahre alte Stabskirche. Die Stabskirchen sind das Ergebnis aus dem Einzug des Christentums in Skandinavien in Kombination mit der Kultur der Wikingervölker. Jedoch sind die Wände noch mit jeder Menge mythischen Schnitzereien wie Drachen verziert. Mit dem Ziel vor Augen, in den nächsten Tagen den Polarkreis zu überqueren, machen wir uns weiter auf dem Weg zum Geiranger Fjord. Heute bleibt die Kamera aus. Wir verabschieden uns jetzt vom wohl bekanntesten Fjord der Welt und schauen wieder auf unsere Karte. Auf der Route liegt jetzt eine Passstraße. Sie heißt Trollstegen, was übersetzt Trollsleiter heißt. Bevor wir über die Leiter ins Tal klettern können, muss sich unser Landy mit seinen fast 3,5 Tonnen wieder in die Berge kämpfen. Doch der Ausblick wird sich lohnen. Die Talabfahrt bietet 11 Haarnadelkurven bei einem durchschnittlichen Gefälle von 12%. Jetzt am Nachmittag erreichen wir die Atlantikstraße. Sie war ein Drehort für den James-Bond-Film »Keine Zeit zum Sterben«. Mit ihren 8 Brücken verbindet sie mehrere kleine Inseln der norwegischen Westküste. Wieder einmal machen wir vom norwegischen Jedermannsrecht Gebrauch. Es besagt, dass jeder die Natur frei nutzen darf. Somit kann man sich in Norwegen, abgesehen von Ausnahmen wie Naturschutzgebiete, überall niederlassen, wenn man den Ort wieder so verlässt, wie man ihn aufgefunden hat. Nach über einer Woche Fahrt liegen nur noch 650 Kilometer zwischen uns und dem Polarkreis. Wir entscheiden uns, wenig Pausen zu machen, um diesen Meilenstein heute noch zu erreichen.
Polarkreise nennt man die auf etwa 66,5 Grad nördlicher sowie südlicher Richtung gelegenen Breitenkreise der Erde. Ab diesem Punkt geht die Sonne zur Sonnenwende nicht mehr unter. Nach einer verregneten Nacht peilen wir heute die Inselgruppe der Lofoten an. Um zu den 80 Inseln zu gelangen, geht es wie die letzten Tage auch weiter nach Norden. Und wieder einmal nehmen wir eine der zahlreichen norwegischen Fähren. Hier in Bognes gehen wir an Deck und sparen uns 4 Stunden Fahrzeit, indem wir uns direkt nach Lodingen fahren lassen. Nach nur einer Stunde auf der Inselgruppe gelingt uns diese Aufnahme von wilden Elchen. Eine Übernachtung am Sandstrand stellt man sich anders vor. Der Sturm des Atlantiks hat den Regen durch die Fenster ins Auto gedrückt. Zudem ist nach 3 Nächten Regen das Zelt durchgeweicht. Aber genau solche Momente gehören zu unseren Trips einfach dazu. Denn es sind genau die Momente, an die man sich irgendwie auch gern zurückerinnert. Die heimische Fußballmannschaft Henningsfjord Idrislag darf hier wohl am schönsten Fußballplatz der Welt seine Gastmannschaft empfangen. Nach den 35 Stunden Anfahrtszeit reizt uns jetzt das Auswärtsspiel. Somit lassen wir uns auf eine Partie England mit Italien gegen Deutschland und Österreich ein. Am Abend entscheiden wir uns für den nächsten Tag die Besteigung des Festvagtind vorzunehmen. Wir haben uns vor der Reise einiges vorgenommen und eines der Ziele war es, einmal im Polarkreis schwimmen zu gehen. Ob man diese Aktion zwingend wiederholen muss, ich weiß es nicht. Vor uns im Bild liegt der Festvagtind. Mit seinen 500 Meter Höhe ragt er direkt aus dem Atlantik raus und bildet ein fantastisches Felsmassiv. Somit starten wir morgen mit der Besteigung. Die Wanderung hat einen starken Anstieg, jedoch ist es eine sehr kurze Wanderung mit nur 5 Kilometern. Ich denke, die Aufnahmen sprechen für sich. Die Lofoten sind bekannt für ihr schroffes und kaltes Aussehen. Für diese Optik der Inselgruppe sind die Wikinger und Fischer verantwortlich. Sie haben in der Vergangenheit für den Schiffs- und Hausbau fast alle Bäume gerodet.
Der letzte Tag auf den Lofoten. Am nördlichsten Punkt unserer Reise angekommen, nehmen wir uns Zeit, die letzten Tage Revue passieren zu lassen. Wir sind ehrlich mit euch. Unser ursprüngliches Ziel war natürlich das Nordkap, um einmal am nördlichsten Punkt Europas zu stehen und raus aufs Polarmeer zu schauen. Ja, das war der Plan. Deshalb haben wir uns den Land Rover gekauft und ihn wochenlang umgebaut. Jedoch haben wir uns auf den Lofoten dazu entschieden, nicht weiterzufahren. Diese Entscheidung hatte verschiedene Gründe. Zum einen hätten wir durch unseren verspäteten Start den restlichen Urlaub nur noch im Auto gesessen. Und zum anderen hat es uns einfach auf den Lofoten gefallen. Viele, die uns entgegengekommen sind, haben uns von dem Nordkap abgeraten, da Norwegen wunderschön ist und die letzten 1000 Kilometer zum Kap einer Marswüste gleichen würden. Andere wiederum haben uns die letzte Etappe sehr ans Herz gelegt. Jedoch waren diese Reisenden meistens über 3 Wochen unterwegs. Wir sind uns jedoch sicher, dass es für uns die richtige Entscheidung war, lieber 4 Tage weiterhin auf den Lofoten verbracht zu haben. Dennoch haben wir natürlich vor jedem Respekt, der die letzte Etappe durchzieht. Nach 4 Tagen fahren wir mit dem Schiff wieder ans Festland, um am Nachmittag wieder in Schweden einzureisen. Auf unserem Rückweg werden wir die Ostsee entlang Richtung Süden fahren. Dazu werden wir heute und morgen brauchen, um Schweden einmal zu durchqueren. Am 13. Tag zeigt sich Schweden von seiner schönsten Seite. Mit seinen fast 100.000 Seen fällt es relativ einfach, einen gemütlichen Platz am Wasser zu finden. Weiter geht es für uns auf diesen Schotterpisten Richtung Heimat. Dabei fahren wir durch endlose schwedische Wälder, ohne dass uns ein einziges Auto entgegenkommt. Generell haben wir uns bewusst entschieden, unseren Skandinavien-Trip in Norwegen zu starten und in Schweden zu beenden. Norwegen ist unserer Meinung nach sehr viel abwechslungsreicher und bietet mehr unterschiedliche Vegetation. Somit haben wir uns in Norwegen mehr Zeit für Ausflüge genommen. Versteht uns nicht falsch, Schweden ist auf jeden Fall ein sehr schönes Land und eine Reise wert. Jedoch kann auf so einer Reise mit über 7500 Kilometer Strecke und vielen Geländepassagen auch schnell der Urlaub vorbei sein. Somit wäre dann die Chance größer gewesen, dass wir in Norwegen mehr gesehen hätten als in der gleichen Zeit in Schweden. Wir sind nun wieder im südlichen Schweden angekommen und starten den Tag mit einer guten Tasse Kaffee. Wir hatten auf unserer Reise das große Glück, 6 Elche in freier Wildbahn zu sehen. Leider konnten wir sie aber kaum vor die Kamera bringen. Wir entscheiden uns deshalb, einen Elchpark zu besuchen, um die majestätischen Tiere aus der Nähe zu bewundern. Geht es weiter zu einem der bekanntesten Orte Schwedens. Der berühmte Katholthof, der Drehort der Michelfilme, ist ein Ort voller Nostalgie. An dem idyllisch gelegenen Bauernhof entdeckt man unglaublich viele Details aus Michels Kindheit.
Der Schuppen mit den vielen Holzfiguren, in dem er oft eingesperrt war, die Wolfsfalle, die er mit Alfred gebaut hat, oder das Brett, über das er in die Vorratskammer geklettert ist, alles ist dort zu finden. Hiermit endet die Reise quer durch schöne Skandinavien. Zurück schauen wir auf 7318 Kilometer voller schönen Erlebnissen. Wir haben euch mitgenommen ins Hochgebirge Hardanger Widder, haben den Polarkreis überquert, sind auf dem atemberaubenden Trollstunga geklettert, sind die Passstraße Trollstegen heruntergefahren, haben mehrfach am Atlantik übernachtet, waren in einer der ältesten Wikingerkirchen Norwegens, sind über nahezu endlosen Schotterpisten gefahren, haben am schönsten Fußballplatz der Welt ein Spiel beschritten, erkundeten die Einsamkeit der Steppe in Norwegen und haben uns gegen das Nordkap entschieden und deshalb 4 Tage die schönen Lofoten erkundet. Trotz eines Schnittes von fast 500 Kilometern pro Tag wurde das Fahren sehr selten langweilig. Durch die immer neuen interessanten Ziele ist man immer motiviert weiterzufahren. Nach unserem letzten Ziel auf unserer Tour, dem Melbystrand, geht es für uns über die riesige Öresundbrücke Richtung Deutschland. Und wieder kann ich nur eins sagen, es hat sich gelohnt.